Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gab es das Update 12.5 und damit kamen wieder richtig viele neue Änderungen ins Game rein. Darunter gab es auch zwei richtig krasse Nerfs. Bisher hatten wir ja, glaube ich, tatsächlich in der Season noch fast gar keine Balance-Änderungen. Generell auch in Season 1 hatten wir nur relativ wenig Balance-Änderungen. Dafür haben wir jetzt in dem Update tatsächlich zwei richtig krasse Änderungen. Ich werde euch natürlich in diesem Video alle Änderungen zusammenfassen. Wenn es euch würde, es ja natürlich auf dem Kanal gefallen und in Zukunft keine weiteren News-Videos mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da, dann unterstützt ihr mich auch auf dem Weg 10.000 Abonnenten. Dort fehlen ja auch nur noch 150. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Würde mich auf jeden Fall auch extrem freuen. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt die ersten Änderungen im Creative-Mode an. Und es gibt tatsächlich auch wieder Patch Notes, zumindest wieder in anderer Form. Und zwar können jetzt alle Support Creator Code Besitzer wieder Patch Notes per E-Mail bekommen. Da schickt einfach Epic Games dann immer eine E-Mail an alle Support Creator Besitzer, wo dann eben halt so die Änderungen drinstehen. Da stehen zwar keine genauen Daten, dann steht da nicht drin, die und die Waffe hat die Nachladezeit von so und so viel verringert oder so, sondern steht alles grobe dann im Prinzip nur drin. Aber so kann man auf jeden Fall so etwas größere Änderungen, die man vielleicht nicht so direkt mitbekommt, kann man dann etwas leichter erkennen. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice und so können eben halt nicht mehr die ganzen Normies einfach darauf schauen und dann anhand der Patch Notes schon entscheiden, ob das ein Kack oder ein gutes Update ist. Deshalb finde ich es auf jeden Fall ganz gut, dass es so gelöst wurde. Und da haben die auch geschrieben, dass der Aim Assist tatsächlich genervt wurde. Allerdings diesmal nicht für Konsolenbesitzer, sondern nur für PC-Spieler, die mit mehr als 60 Hertz Displays spielen. Weil das Problem ja war, dass wenn man mit mehr als 60 Herz gespielt hat, man stärkeren Aim Assist hatte als auf einer Konsole beispielsweise, wo man ja nur mit maximal 60 Hertz spielen kann, beziehungsweise mit maximal 60 FPS. Ich weiß gar nicht, ich glaube 60 FPS ist auch capped, also man kann gar nicht mit einem höheren Hertz-Display spielen auf Konsole, soweit ich weiß. Und auf jeden Fall hatte man da dann eben halt auf PC einen richtig krassen Vorteil, weshalb auch eigentlich alle nur darüber geflamed haben, wie krass das Aim Assist mit PC und 240 Hertz war. Deshalb haben die das immer für diejenigen genervt und das sollte jetzt, glaube ich, nur noch genauso stark sein wie auf Konsole. Ist auf jeden Fall ganz gut, dass sie das so ein bisschen angepasst haben, dass es kein ganz so großer Unterschied mehr ist. Und der zweite Änderung betrifft tatsächlich die Heavy Sniper und zwar machen die jetzt weniger Schaden, also Reload Time, Schaden an Wänden und alles ist immer noch gleich, aber der Damage wurde eben halt extrem stark verringert. Natürlich immer noch Gebäude One-Hit, also man kann selbst eine Metal-Wand bauen und die dann komplett aufbauen lassen und das macht immer noch One-Hit natürlich. Ist ja auch die Funktion von der Heavy Sniper, das ist eigentlich Wichtigste daran. Aber die macht nicht mehr 150 und 157 Damage, sondern nur 126 und 132 Damage. Ist auf jeden Fall ein ganz guter Nerf, würde ich sagen. So kann man immerhin, wenn man 150 Leben hat, was ja eigentlich immer schon relativ viel ist, so einen schönen Heavy Sniper Schuss trotzdem nochmal überleben. Was ich auf jeden Fall, wie gesagt, sehr, sehr gut finde. Natürlich, wenn man 125 HP hat, kann man immer noch keinen Heavy Sniper Schuss überleben. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein guter Nerf in die richtige Richtung. Und hier, wie gesagt, Wände kann man alles immer noch instant zerstören. Aber auf jeden Fall deutlich weniger Damage. Vorher hatte die ja, wie gesagt, 150, also wenn man 150 Leben hatte, konnte man damit ja one-hitted werden. Headshot ist auch immer noch alles gleich, also fast gleich natürlich, macht mehr als 300 Damage. Reicht ja wirklich komplett aus, da braucht man auch nicht mehr. Ist natürlich jetzt auch, keine Ahnung, 50 Damage oder so auf Headshot weniger. Macht aber, wie gesagt, keinen Unterschied. Ich würde mal sagen, wir schauen uns dann die ganzen Änderungen auf der Battle Royale Map an und wir haben tatsächlich eine neue POI, also einen neuen Ort, der tatsächlich benannt wurde. Ist kein komplett neuer Ort, sondern es wurde einfach Risk Reels jetzt mit einem Namen versehen. Das heißt, dort steht jetzt nicht einfach Risk Reels ohne Namen, sondern eben halt einfach ein Name darauf. Ich habe mich eigentlich schon immer gewundert, weil da ja extrem viele Kisten tatsächlich waren. Sind ja annähernd so viele Kisten wie in allen anderen Orten wie The Agency, Frenzy Farm und so weiter. Und jetzt hat Risk Reels eben halt auch endlich einen Namen bekommen. Sieht jetzt zwar ein bisschen voll aus, hatte ja aber immerhin noch genau die gleichen Kisten wie vorher. Und so sieht man auf jeden Fall, dass das eine extrem große Stadt ist mit vielen Kisten, was vorher vielleicht so ein bisschen unscheinbar teilweise war. Deshalb landen da wahrscheinlich auch zurzeit deutlich, deutlich mehr Gegner. Ich bin vorhin mal in eine Runde reingegangen und da sind, keine Ahnung, 20 Spieler oder so mit nach Risky Reels gekommen, was auf jeden Fall extrem krass ist. Das waren vielleicht Zeiten mal in Season 4 oder so, wo die Challenge war, 7 Kisten in Risky Reels durchsuchen. Da waren ja auch tausende Spieler immer jede Runde.
direkt dort in Risk Reels. So ungefähr ist das jetzt gerade nach dem Update auch, wird sich wahrscheinlich aber in wenigen Tagen wieder gelegt haben. Vielleicht gehen dann overall ein paar mehr Spieler hin, denke ich mal, sollte aber nicht zu extrem sein. Dann aber als nächstes natürlich auch noch ein paar geheime Challenges und wir hatten ja auch die letzten Wochen immer die Challenges zwischen den Bären und den Zwergen und jetzt haben sie sich hier östlich von Weeping Woods aufgestellt, nämlich hier oben neben diesem einen Agency-Gebäude oder neben diesem einen Ghost-Gebäude und hier kämpfen die gerade gegeneinander. Einmal hier auf der einen Seite die Bären, dann dort drüben die Zwerge und tatsächlich diesmal eine relativ friedliche Challenge. Ihr könnt euch auch nicht für eine Seite entscheiden, sondern ihr könnt hier einfach einmal die Zwerge entwaffnen, danach einmal die Teddys entwaffnen und dann bekommt ihr 15.000 EP für die Challenge. Geht jetzt natürlich im Kampflabor nicht, aber im normalen Modus dürfte es auf jeden Fall funktionieren und dann habt ihr eben halt hier einen schönen friedlichen Krieg, ganz ohne Waffen und finde ich auf jeden Fall ganz nice, dass die Story so ein bisschen fortgesetzt wird. Allerdings eben halt nicht mehr wie am Anfang 40.000 EP pro Challenge, sondern nur 15.000. Also ein bisschen weniger. Und da müssen wir nochmal runter zu Misty Meadows. Und dort hatten wir ja vorletzte Woche oder so im Update die beiden Trucks. Also einmal den Holztruck und dann den Truck mit den ganzen Sesseln, die ja schon über die ganze Season dort entlang gefahren sind. Der eine ist ja so entlang gefahren, der andere ist von dort hinten irgendwo gekommen, dann die Straße hier entlang gefahren. Die sind dann ja dort oben gecrashed und da ist ja wirklich ordentlich was runtergefallen und unter anderem wurde natürlich auch das Gebäude dort unten zerstört. Das wird jetzt allerdings auch wieder aufgebaut. Hier ein paar Sachen wurden von dem LKW hier oder von diesem einen Truck hier mitgenommen und aufgesammelt und jetzt werden wahrscheinlich hier mit dem ganzen Holz dieses Gebäude einfach weitergebaut. Wir hatten ja glaube ich auch in Chapter 1 so ein Haus, was über mehrere Seasons gebaut wurde. Also vielleicht wird hier ja auch ein größerer Turm hingebaut. Mal schauen, wie das Ganze weitergeht. Aber auf jeden Fall werden die hier noch etwas mit den ganzen Stühlen und so machen. Es gibt dann auch nur eine ganz, ganz kleine Änderung in Salty Springs. Dort gibt es ja diesen einen goldenen Stuhl. Der ist jetzt einfach durch den Boden durchgebrochen. Also nichts wirklich Besonderes. Ansonsten gibt es auch dort, wo das Auto runtergefahren ist, gibt es auch keine weiteren neuen Änderungen. Ich glaube tatsächlich ansonsten so ziemlich gar keine neuen Änderungen, außer eine weitere Änderung, die es in Lazy Lake gibt, eine ganz, ganz kleine. Und dort hängen jetzt weitere Poster am neuen No Sweat Insurance Gebäude, die tatsächlich in den Game Files als Season 13 Teaser betitelt werden. Ich glaube allerdings nicht, dass es tatsächlich Season 13 Teaser sind, weil es irgendwie ein bisschen zu offensichtlich wäre, dass sie einfach reinschreiben, vor allem ohne es auch nur irgendwie zu verschlüsseln, haben die reingeschrieben, einfach Season 13 Teaser, nicht nur irgendwie Season 13, sondern auch noch direkt mit Teaser betitelt. Das ist irgendwie zu offensichtlich, dass das tatsächlich Andeutungen auf die Season 13 sein können, zumindest nicht so direkte Teaser. Die hängen jetzt einmal hier komplett rundherum um das No Sweat Insurance Gebäude. Einmal ist hier so ein kleines Schnipsel, die werden wahrscheinlich auch weitergeführt. Dann ist hier noch eins und eins ist auf der anderen Seite. Und da ist im Prinzip, glaube ich, einmal ein, ja, einmal so eine, also auf dem Poster hier ist so ein Hai unten drauf und oben ist irgendwie Pili, alles unter Wasser, also generell die ganzen Poster hier haben etwas mit Wasser zu tun. Dann ist hier ein Muskelkater mit Schwimmreifen und auf der anderen Seite befindet sich dann noch einmal, glaube ich, irgendein Gebäude auf einer Insel im Prinzip oder auf so einem Floß drauf, also auf so einem, ja, im Prinzip wie auf so einem Boot, was man aufblasen kann. Irgendwie so, das müssten die hier irgendwie sein. Oder, ne, genau, das hier ist das. Also sieht man sogar. Lul, stimmt. Wenn man darauf steckt, dann kann man das tatsächlich erkennen. Denke ich mal, hat allerdings nicht so viel mit Season 13 zu tun. Vielleicht sind es leichte Andeutungen, aber generell das Ganze mit No Sweat Insurance ist ja auch über Friends Farm, Holly Hedges, Sweaty Sands, Pleasant Park und so verteilt. Wahrscheinlich wird es irgendetwas mit der neuen Season zu tun haben. Allerdings denke ich nicht, dass es so offensichtlich sein wird. Ich denke mal, dass sie damit vielleicht so ein bisschen baiten wollen. Allerdings denke ich, wie gesagt, dass da nichts weiter Besonderes hinterstecken sollte. Wie ich es ja auch schon angesprochen hatte, gibt es auch noch Overtime-Challenges. Die werden in den nächsten Tagen und so freigeschaltet. Gibt es zurzeit allerdings tatsächlich noch nicht. Sind aber, wie gesagt, sehr, sehr leicht. Und wir haben auch einen neuen Modus tatsächlich jetzt drin. Und zwar der Operation Ladung Modus. Dafür haben wir jetzt keinen Operation Knockout Modus mehr drin. Finde ich eigentlich schade. Ich finde, man hätte auch Operation Knockout Duos dann neben dem Operation Ladung Modus
lassen können. Allerdings haben sie sich jetzt dafür entschieden. Dazu gibt es natürlich auch ein neues Spiel, das Spiel ohne Tags. Und neben den 45 Tags, die es vorher insgesamt gab, gibt es jetzt insgesamt 50. Und zwar als letztes dann Midas Drum Gun und Teen Tiny's Bogen tatsächlich. Ansonsten natürlich auch ganz nice Sachen, wie zum Beispiel Scharfschütze, erhöhter Kopfschussschaden, aber weniger Schaden am Körper. Die können wir jetzt alle auch freischalten. Das heißt nochmal weitere insgesamt 20 Level. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz in den Modus rein und schauen uns das Ganze an. Und das ist tatsächlich ein Modus, wo man ähnlich wie, glaube ich, schon mal in Rettet die Welt einen Bus beschützen muss, beziehungsweise einen Bus angreifen muss. Und gab es, wie gesagt, schon mal in Rettet die Welt, soweit ich weiß, immer dann nur gegen die ganzen Zombies, diesmal eben als Spieler gegen Spieler. Und das Ganze ist im 8 gegen 8 Format, wie es scheint. Und da ist, glaube ich, immer eine festgelegte Route. Die einen müssen eben mal versuchen, das Ganze zu schaffen, die anderen müssen versuchen, das zu verteidigen. Denke ich mal, ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich spiele das jetzt auch zum ersten Mal, ist auch erst seit 16 Uhr drin. Ich wollte eigentlich das Video tatsächlich heute Morgen hochladen, aber allerdings hatten wir da ein paar Konferenzen, also Videokonferenzen und so. Deshalb konnte ich das dort nicht machen. Dann habe ich mir gedacht, kann ich auch direkt warten, bis der neue Modus dann endlich draußen ist. Wir müssen ja auch noch irgendwann in den nächsten Wochen den Operation Infiltration Modus erhalten. Gab es ja, glaube ich, schon seit ganz am Anfang der Season in den Game Files drin. War der erste, der eigentlich so angekündigt wurde. Ich glaube, deshalb wurde auch die Season tatsächlich verlängert. Vielleicht haben die das Ganze auch über den Haufen geworfen, weil es irgendwie nicht richtig funktioniert. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Modus. Hier haltet die Ladung auf. Dann natürlich ganz klassisch alles auswählen, würde ich sagen, Pumpgun mit mobile Ballerei, auf jeden Fall ganz nice. Ich weiß allerdings noch nicht so ganz, ob es vielleicht eher besser ist, in den ersten Runden tatsächlich Long-Range-Waffen zu nehmen. Müssen wir mal anschauen. Und das Ganze besteht aus 4 Runden. Das erste beginnt hier aus Frenzy Farm. Und zwar startet von da hinten der Bus. Wir müssen die Ladung aufhalten und die müssen 300 Meter insgesamt weit gehen. Und wie es scheint, wäre es tatsächlich ganz gut, tatsächlich nicht auf Close-Range-Waffen zu gehen. Da nämlich die ganzen Gegner dort hinten auch auf dem Bus draufstehen. Und ich glaube, umso mehr dort drumherum sind, desto schneller fährt der Bus dann auch. Aber wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren, weil man eine Pumpgun hat. Und man respawnt anscheinend tatsächlich auch nicht mehr. Ja, nur noch ein einziges Teammitglied. Okay, das ist auf jeden Fall krass. Man respawnt aber nach einer relativ langen Zeit tatsächlich erst. In Knockout und so war es ja immer so, dass man nach 5 Sekunden oder so respawnt ist. Hier dauert es deutlich, deutlich länger, bis man endlich mal respawnt. Aber es sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, der Modus. Vielleicht werden wir nachher auch nochmal den Stream kurz anschmeißen und das Ganze dann noch ein bisschen zocken. Müsst ihr mal schauen. Ich würde sagen, das war es dann aber mit dem Video. Ich denke mal nicht, dass ich jetzt, also ich werde vielleicht noch reinschneiden, wenn ich jetzt die Runde gewinnen sollte, aber ich denke mal nicht. Ich hoffe, es hat natürlich dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.